Und herzlich willkommen beim Brick Freak. Heute jetzt mit dem Review zu 66 Bricks Kong Overlord. Jawoll, ja. Ohne Lizenz. 66 Bricks Modell Nummer 992. Knapp über 3000 Teile hat der Kong. Beim Aufbauvideo habe ich gesagt, das sind Steine von Go Bricks. Die sind auch aus einer fast der gleichen Verpackung alles. Ich bin mir aber nicht sicher. Jemand hat nochmal geschrieben in den Kommentaren, ob es jetzt Steine von Forange, weil da gehört 66 Bricks dazu. Forange, Forangi, keine Ahnung. Also ich bin mir nicht sicher. Aber es macht auch nichts, weil die Steine sind genauso gut. Selbst wenn sie jetzt nicht Go Bricks sind. Okay. Die Anleitung ist wie viele aus dem Hause, die Go Brick Steine benutzen. Also deswegen denke ich, das könnten wirklich welche sein, weil die Anleitung sieht auch so aus. Ja, wir haben dasselbe Eingangsbild hier, das Mole King und Rael und so oft benutzen. Und auch das Hellblau. Und es sieht einfach schwer danach aus, auf jeden Fall. Ne? Okay. Unterschied zum Mole King. Hier sind die alten Bauabschnitte entsättigt. Und jetzt sind wir mal ehrlich, bei einem Set, was bei 3000 Teilen wahrscheinlich 2700 in der gleichen Braunfarbe sind, ist es schon ganz schön, wenn die alten entsättigt sind, weil braun auf braun, ja, ne? Von daher, okay, holen wir ihn mal rein. Wo habe ich denn? Achso, ja. Minifigur. Jetzt kommt gleich Kong. Übrigens ist auch eine gut passende Minifigur. Auch ein kleines, fantastisches Wesen. So. Und da habt ihr jetzt den Kong dagegen. Guck mal her, junger Mann. So. Gut, mit dir legen wir gleich los. Also ihr seht, für alle, die sich wundern, ja, er steht. Das schon mal auf jeden Fall. Er könnte einen Tick besser stehen. Er kommt schon, ja, ich meine, die Stehfläche ist, gucken wir gleich mal. Wir haben doch sicher Mathematiker hier bei den Zuschauern, die uns dann ausrechnen können, wie der Koeffizient zwischen Höhe und Stellfläche ist. So, ja, wir sind bei 49, ja, fast 50 cm Höhe. Das ist schon ganz ordentlich. Die Arme kriegt man nicht näher dran, wie so. Also ja, 34, 35 cm, weil das ist der Brustkorb, der drückt. Und in der Tiefe, jetzt mal ohne den Speer, also an den Füßen, sind wir bei 12 cm Tiefe und an den Brustnippeln bei 15. Also ist schon ein ganz imposantes Set. So. Ja. Ist mein drittes 66 Brick Set gewesen jetzt. Ich hatte vorher den Soundwave Mars. Bisschen, komm, Buddy. Den Soundwave Mars, also so ein blauer Transformers-Roboter, und den Bumblebee, oder da hieß er glaube ich Humblebee, oder ist ja auch egal. Die waren von der Teileanzahl ähnlich, so knapp über 3000 Teile, von der Größe her ähnlich und natürlich auch von den Bautechniken ähnlich. Korpus, zwei, drei Bauabschnitte und dann meistens ein Bauabschnitt pro Ober-, Unterarm, Fuß, egal, ne? Und Kopf plus Accessoires. Haben wir auch hier, ihr seht's. Gibt es her. Doch, das war jetzt nicht der. Nein. Also ich finde es nett dazu, ne? Die große Battle Axt. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Ja. Anleitung, gut, keine Probleme. Seht ihr alles. Alles gut. Steinequalität, sehr gut. Absolut tolle Haltekraft.
Sie könnten ein bisschen glänzender sein, sie sind manchmal ein bisschen matt. Was jetzt bei dem Affen im Braun nicht so wirklich schadet. Aber sie sehen aus, als würde noch ein Bearbeitungsschritt fehlen. Das ist das Einzige, wo ich gedacht habe, eventuell ist kein Gobrix. Sie sind ein bisschen matter als Gobrix. Es wäre nochmal ein Waschgang nicht gemacht worden oder irgendwie sowas. Sie sind aber nicht schlierig. Also keine Angst, es sind gute, gute Steine mit wirklich toller Klemmkraft. Ich meine, jetzt kommen wir zum Problem, was diese großen Sets haben. Das ist die Balance, da kommen wir gleich dazu. Okay. Der Aufbau, tierisch Spaß. Gut, ihr müsst ab Bauschnitt 3 oder sowas, also ab dem Torso könnt ihr dann mirrorweise bauen. Da könnt ihr bei einem Bauabschnitt beide Füße erledigen, beide Unterschenkel oder so weiter und so fort. Werdet da deutlich schneller. Aufbauzeit, muss ich nochmal nachgucken, seht ihr in der Info am Anfang, wo ja auch die Größe und so weiter drin steht. Gewicht 3000 Teile, sind es nicht alles große Teile, aber doch relativ viele, also wahrscheinlich hunderte von Slopes, bleibst du stehen? Ja, okay. So, sind wir damit. Er lässt sich soweit relativ gut zusammensetzen. Es ist so, die einzelnen Teile lassen sich ganz gut bauen. Ja, das ist gar kein Problem, auch mit dem Counterdruck und so weiter. Die Teile an den Affen zu bekommen, ist dann einen kleinen Tick schwieriger. Da kann schon mal passieren, dass euch am Hinterteil was abfällt oder hier oben wieder an den Schulterpolstern. Also ich habe dann insgesamt, nachdem alle Teile fertig waren, habe ich dann schon eine Viertelstunde gebraucht, bis er da stand, ohne dass wieder was abgefallen ist. Eine gewisse kleine Frustresistenz braucht er. Es kann sein, manche Sachen hängen halt nur an zwei Noppen, hinten am Popo oder an vier. Und wenn er dann irgendwie falsch dagegen kommt, kann es passieren. Das hat, wie gesagt, nichts mit der Klemmkraft der Steine zu tun. Gerade am Popo, drehen wir ihn mal kurz, den Kollegen. So sieht er von hinten aus. Und hier die Gesäßpartie. Die kann mal abfallen. Oder hier oben. Oder hier. Deswegen, ich weiß mittlerweile, wo ich ihn anfassen kann. So. Aber es ist definitiv, obwohl er sich gut bewegen lässt, braucht ein bisschen Kraft, die Gelenke, ihr habt gesehen, er ist auch einfach sehr gut verbunden, teilweise mit dreimal Gelenk am Arm und so weiter, Top oder am Bein war es, glaube ich, mit drei, egal. Von daher ist alles super, aber wenn man halt so drückt, dann fallen entweder manche Platten mit Aufbauten an oder einzelne Aufbauten, es ist definitiv ein Displayset, definitiv. Also wenn euer 8-jähriger Junge fragt oder das Nachbarkind, kann ich den mal in die Hände haben? Nein, 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 das macht ihr nicht. Höchstens, ihr habt Spaß dran, ihn wieder aufzubauen. Der zerfällt auch nicht komplett. Ja? Also keine Angst, das meiste ist wirklich sehr, sehr, sehr stabil. Es sind einfach 4, 5 Teile, die, wenn man blöd dagegen kommt, abfallen können. Ja? Deswegen... Ihr wisst Bescheid, kein Spielset. Posefähigkeit. Das Problem ist die Balance. Stabil ist er, also gar kein Thema. Aber, genau, er bekommt relativ schnell Rückenlage. Das heißt, wenn ihr ihn post, gebt ihr ihm am besten das hier in die Hand, mit dem schwereren Teil nach vorne, dann bleibt er auch relativ gut stehen. Ja, also es ist nicht so, dass er beim Windzug gleich umfällt. Das ist nett. Ja. Ich wollte es einfach nur gesagt haben, er ist ein bisschen anfällig. Ja, nach vorne weniger. Klar, wenn ich ihn, jetzt kommt er auch nach vorne. Da bleibst du stehen. Braver Krom. Gut, ihr seht's. Okay. Ich weiß nicht, wenn ihr euch richtig viel Mühe gebt, die Füße unten, also er steht auf normalen Platten, 8 auf 6 oder irgendwie sowas, und darüber mit den Anbauten, ihr könnt den aufnocken. Das führt nicht dazu, dass er steht wie die deutsche Eiche, sondern es hält ein bisschen mehr, bis er fällt. Ja? Dann kann man auch mal leicht dagegen kommen, dann wackelt er kurz und dann bleibt er aber stehen. Also deswegen empfehle ich vielleicht, baut euch, wenn ihr ihn holt, baut euch einen kleinen Sockel unter die Füße,
vielleicht so einen kleinen schwarzen oder irgendwas, ja, sieht es vielleicht nochmal auch cooler aus mit Noppen, unterstützt die Standfestigkeit auf jeden Fall. Okay, so, jetzt fangen wir mal an mit dem Bewegen. Hoffen wir, dass nicht allzu viel abfällt fürs englische Video. Naja, so schön ist es nicht. Wie gesagt, hauptsächlich die Schulterpolster. Also, ich habe gar nicht viel mit ihm ausprobiert, muss ich ehrlich sein, dann war ich die ganze Zeit im Keller. Also, Kopf, hier, geht nicht allzu viel. Der steckt auf einer Achse. Ja. Ich finde das Gesicht ganz cool gemacht, ihr habt es in den Fotos gesehen oder im Aufbauvideo auch mit den Würstchen als Lied. Also, das Gesicht ist absolut okay. Er guckt nicht allzu freundlich, aber Mann, King of the Monsters, für mich nicht Godzilla. Ja. Soll ich kurz ausholen, weil ich so ein Filmfan bin? Oder bewegen wir erst durch? Bewegen erst durch. Ja. Seht ihr? Was abgefallen. Wusste ich's doch. Irgendwo fällt was ab. Irgendwo fällt was ab. Irgendwas, wo ich ein Gelenk. Wo ist da abgefallen? Hat es einer gesehen? Gut, wir lassen es jetzt erstmal weg. Also, ihr seht es. Wahrscheinlich hinten, oder? Am Ärschel. Ne? Schulterpolster oben? Ne, auch nicht. Ja. Ruzi, egal. Okay. So, Achtung. Okay, also Rotationsgelenk. Wenn ihr die Arme abduziert, also seitlich hoch macht, kriegt ihr hier oben wieder Probleme. Also in der Pose hinzustellen, empfehle ich euch nicht. Ja? Weil wie gesagt, wenn ich ihn hier hoch mache, das haben sie nicht bedacht. Plus, dass es vom Gelenk her eh nicht besonders gut geht. Okay, also wir können das hier als Rotationsgelenk benutzen, nicht aber als Kugelgelenk. Ja? Geht auch nach hinten, ganz klar. Okay, und es fällt was ab. Ich wusste es doch. Aber das hier sitzt sofort wieder dran. Müllabfuhr. Egal, ich rede weiter. Okay. Gelenk hier. Ellbogengelenk ist ein Doppelgelenk, lässt sich wie ein Ellbogengelenk halt auch nur bewegen. Scharniergelenk. Ja. Hand nur sehr eingeschränkt, die ist durch die Slopes in eine gewisse Position zum Unterarm fest. Die könnt ihr hier nur ganz, ganz leicht bewegen. Die Finger gehen wieder. Innerhalb der Finger haben wir eine Viererplatte, also innerhalb der Hand haben wir eine Viererplatte und da können wir das hier dann andocken. Ihr seht, dann wird das sofort frontlastig. Bringen wir meinen Arm wieder zurück und bleibst du stehen, willst du Prügel? Ja, jetzt haben wir irgendwo, ah, ich sehe es. A war das hier unten und B war das Gelenk nicht ganz drin. Jetzt steht er wieder. Okay, ich halte ihn trotzdem vorsichtshalber. So, Gelenk hier, ihr seht schon, nicht wirklich. Und Po-Platte kommt ab. Ihr seht es also. Ich könnte natürlich auch das Video aus allen möglichen Positionen drehen und ihn immer wieder hinstellen. Und dann denkt ihr, ja gut, da fällt ja nichts ab. Aber da habt ihr ja nichts davon. Also, es fällt was. Aber ihr habt es gesehen. Das lag jetzt dran, weil ich meine Hand hier hinten dran hatte, an der Po-Platte. Es sind einfach immer wieder dieselben Teile, die werden dann abfallen. So, aber ihr seht es. Gut. Nicht wirklich, ne? Und dann haben wir hier unten, diesmal auf der Seite. So.
Kniegelenk könnte man theoretisch auch bewegen. Ja, geht. So, aber wie ihr gesehen habt, durch das hier unten, durch die an der Hüfte, durch die am Po und die an den Schulterpolstern, ist der Affe zum normalen Stehen verdonnert. Damit hat sich es auch als Spielfigur erledigt, weil, wie gesagt, die Gelenke sind schwer, es fällt immer was ab. Und als richtiger Actionfigur, so ne, Hulk-Pose oder so, geht auch nicht. Da ja, bleibt er stehen, ist auch so ausbalanciert. Ja, ich glaube, jetzt ist er hier unten irgendwo rausgerutscht. Also, jetzt steht er wieder. Ja, mache ich nochmal einen kleinen Exkurs. King Kong. Ja, bin alter Monsterfilme-Fan. Godzilla, King Kong, alles Mögliche. Pacific Rim. Riesenroboter gegen Riesenmonster. Grandios. Hätte mehrere Oscars verdient. Ich glaube, hat welche Effekte bekommen. Story. Sofort. Egal. Ja, also ich bin Monsterfilm und auch Trash-Film-Fan. Godzilla habe ich viele gesehen. King Kong habe ich, glaube ich, was habe ich gesehen? King Kong und die Weiße Frau. 1934 oder irgend sowas. Ray Harryhausen. Für damalige Verhältnisse. Unglaublich gut. Dann habe ich den in den 70er Jahren gesehen, wo sie mit dem Öltanker rübergebracht haben. Die Version von Peter Jackson, die bis auf dass der Film brutal viel zu lang ist, ich gar nicht schlecht fand. King Kong wesentlich kleiner, dadurch agiler, passt dann auch besser, um mit einer Frau eine Beziehung aufzubauen. Also, ne, das ist verständlicher, weil Affe nur 5 Meter groß und nicht wie... Jetzt gehen wir davon aus, dass E.T., so wie er wirklich ist, eine durchschnittliche Minifigur, schon 1,60 Meter, dann könnt ihr euch schon ausrechnen, dass der hier von der Höhe schon ganz gut zu Kong Skull Island passt. Genau, da wurde nämlich Kong plötzlich viel größer, auch viel cooler, aber auch viel größer. Zu diesem Monster Universe von Universal. Der erste Godzilla fand ich von 2014, den fand ich cool, weil man Godzilla erst zum Schluss gesehen hat und er trotzdem geschafft hat, relativ die Spannung zu halten. War absolut okay. Dann kam Kong Skull Island. Der hatte so einen B-Movie-Trash-Flair. Meistens akzeptable Effekte, entfluchenden Samuel L. Jackson, also in seiner Paraderolle. Ein paar andere Monster noch, der hat mein Herz höher schlagen lassen. Ja, das war kein richtig guter Film, aber es war für Monster-Trash-Film-Fans war Kong Skull Island absolut okay. Auch Tom Hiddleston und, ach, wie heißt er denn? Goodman, genau. Dann kam Godzilla 2. Abartige Effekte, aber abartig mieser Film, fand ich. Also mir hat er überhaupt nicht gefallen. Und halt nur noch Effekt Gewitter. Und dann kam jetzt Kong vs. Godzilla. Ja. Also wenn ihr eine gute Surround-Anlage und einen geilen Fernseher habt, dann holt euch die 4K Blu-ray. Bild und Ton sind abartig. Abartig. Absolute Referenz. Die Atmos-Soundspur ist der Hammer. Das Bild ist crispy, super scharf, durchgehend. Absolut genial. Dann hätten wir nur wieder das Problem ein bisschen mit dem Film. Ja. Also Universal, euer Monster Universe wird nichts mehr. Lasst es lieber. Macht es lieber so wie bei The Invisible Man, der Unsichtbare, falls jemand den gesehen hat, schon auf demselben Monster Universe von Universal, genauso wie The Mummy mit Tom Cruise. The Mummy mit Tom Cruise fand ich nicht so schlimm wie die meisten. Das ist kein guter Film. Da sind wir uns einig. Aber er ist nicht so schlimm, wie die meisten ihn runtergemacht haben. In meinen Augen. Aber The Invisible Man, das fand ich einen kleinen, gemein, dreckigen, guten Horrorfilm. Thriller. Der hat mir richtig gut gefallen. Als Tipp.
auch eine geile Soundspur, geiles Bild. Lohnt sich auch die 4K Blu-ray, wirklich. Das muss man Universal lassen, ihre Scheiben, ihre Filme sind immer top gemastert. Okay, jo, kommen wir mal zum Fazit von Com. Ich finde, er sieht geil aus. Er macht echt Spaß zu bauen. Das sind die beiden. Wir haben sehr gute Qualität der Steine, wir haben eine gute Qualität der Anleitung. Jetzt kommen wir zum Negativen. Ihr müsst ihn so hinstellen und stehen lassen. Ja, also wie gesagt, ihr könnt ein bisschen wackeln, auch am Tisch. Da fällt er jetzt nicht gleich um. Ja. Und wenn ihr Noppen drunter habt, bleibt er schon wirklich stehen. Du müsst mir wirklich dagegen kommen oder gegen das Regal kommen. Von alleine fällt er dann nicht um. Ja. Aber ihr könnt ihn halt mit posen, ihr könnt nicht damit spielen. Insofern bräuchte, also ich habe ihn schon wieder verkauft. Wenn ich mehr Platz hätte, das wisst ihr, das ist immer so ausschlaggebend bei mir, wenn ich mehr Platz hätte, ich sammle gerne Filmsets. Das sind auch die einzigen Sets, die ich ins Wohnzimmer stellen kann, da sagt meine Frau nichts. Also steht da oben halt so BB-8, R2-D2, Jurassic Park, Dinosaurier und ein paar Star Wars Raumschiffe. Den würde ich dir zustellen. Ich würde ihn behalten, wenn ich Platz hätte, aber habe ich nicht. Aber ich würde ihn behalten. Mich stört es jetzt nicht so sonderlich, dass er etwas fragil ist, dass ab und zu was abfällt. Weil ich weiß es, also stelle ich ihn hin in eine Position, die mir gefällt, nob ihn auf und gut ist und freue mich, dass er geil aussieht. Ja. Wenn der Dinosaurier, den ich oben habe, ihr kennt es, das ist nur der Dinosaurier. Statt vom Lego-Set mit, ne, habe ich mir nur den Dino geholt von Sembo oder irgendwas. Und der hat mir auch Höllenspaß gemacht zum Aufbauen. Den kann ich auch nicht super viel posen, aber ich freue mich, dass er da steht. Und genauso würde ich mich freuen über den Kong hier. Es gibt noch Godzilla. Also, ich glaube, es ist Art. Ich glaube, es ist ein Mecha-Godzilla oder sowas. Es ist die 992. Was war das? Die 992? Ja, das andere sind wir die 993 oder die 991. Die Roboter hatten alle 6er-Nummern. Es liegt jetzt ein bisschen an euch. Wollt ihr noch den Godzilla unbedingt sehen? Dann sage ich ihm Leu Bescheid, ob ihr mir einen schickt. Ja, den würde ich mir dann nicht kaufen, den würde ich mal als Rezessionsmodell anfragen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn wir genug dabei sind, ich sage jetzt keine Zahl, lass mich ja nicht festnageln, aber wenn genug dabei sind, dann hole ich mir auch noch den Godzilla, weil wie gesagt, die machen Spaß beim Aufbauen, sie sehen cool aus. Man muss halt mit den Einschränkungen leben können. Wenn ihr das könnt, finde ich, habt dann ein gutes Set. Ja? Mit den Einschränkungen, Posen sehr eingeschränkt und keine Spiel. Und es sollte auch nicht an einem Blatt stehen, wo ihr dauernd vorbeilauft. Ja? Also das auch noch dazu, weil dann ist die Chance schon, dass er irgendwie dagegen kommt und dann semmelt er schon um. Also wenn er den richtig streift, zack, ist er schon weg. Ne? Soweit müssen wir uns schon einig sein. So, versuchen jetzt wieder die drei, vier... Irgendwas stimmt nicht. Ah ja, das ist wieder abgegangen. Ich glaube, er ist im Kugelgelenk nicht richtig drin, weil im Keller stand er jetzt eigentlich die ganze Zeit wesentlich stabiler. Bleibst du jetzt stehen? Jetzt bleibt er wieder stehen. Also ihr seht es. Okay. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, schreibt mir, ob ihr Godzilla sehen wollt. Wenn ihr die Filme gesehen habt, ihr habt jetzt gerade so meine Meinung gehört, da würde mich eure auch mal interessieren. Ihr wisst, ich bin totaler Filmfreak. Insofern höre ich ja auch immer gern die Meinung anderer Leute zu Filmen, weil man lebt ja so in seiner Blase, so viel Kontakt habe ich auch nicht zu Leuten außerhalb der Arbeit, weil ich entweder arbeite oder Sachen zusammenbauen. Habt eine gute Zeit. Euer Frank der Brickfried. Bis bald. Bye bye.